Wie gesagt, denkt euch das mal einfach als so Handicap. Von der anderen Seite mit einem vollen Schloss abgeschlossen. Es ist nicht möglich, sie von hier zu öffnen. Na gut. Denkt euch das einmal als zusätzliches Handicap, um dieses ohnehin nicht einfache Spiel noch schwerer zu machen. Dann seid ihr gut beraten. Oh je. Ja, da kommen wir so nicht durch. Aber die mal platt. Mal wieder schnell aufs Messer wechseln. Ja, also das Messer ist in diesem Spiel wirklich gut, wie ihr da seht, dass mit einem Schwingen des Messers können wir manchmal mehrere Treffer landen. Deshalb sind auch Knife-Only-Runs bei diesem Spiel hier sehr, sehr beliebt. Okay, den kommen wir doch irgendwie so vorbei, oder? Nee, scheiße, wenn wir so an der Wand stehen, da hauen wir das Messer immer dagegen. Können wir das mal knicken. Ich mach's mal lieber so. Dann nochmal aufs Messer. Ja, das ist manchmal ein Problem, wenn man an Gegenstände dranhaut. Da kann man das Messer dann nicht so schnell schwingen, als wenn man das nicht tut. Ja, macht Sinn. So, da blinkt irgendwas. Dieser Schalter steuert den Rollladen. Den Schalter betätigen, ja. Nichts passiert. Ich muss ihn irgendwo aktivieren. Okay. Da müssen wir das so tun. Dann gehen wir doch mal in dieses schöne Gebäude rein. Ich glaube, ich weiß auch, was hier mich noch erwartet. Ja, wir hören jetzt gleich diesen schönen Satz. Please put any metallic objects you have in the security box. Ja, ein riesiger Spaß, dieses Anfangspuzzle hier. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ja, es war Deposit, nicht Put. Egal. Ja, wir müssen hier unsere Metallgegenstände ablagern, sonst kommen wir hier nicht durch. Das heißt, alle unsere Waffen. Und ich sehe gerade, ich habe da immer noch diese Spielanleitung im Inventar drin. Die werde ich gleich auch mal entsorgen. Weiß gar nicht, warum ich das nicht vorher gemacht habe. Aber egal. Ja, machen wir das mal eben kurz. Einmal eben in das Dateimenü. So, Spielanleitung, genau. Die werde ich jetzt nicht durchlesen. Wenn ihr das, die Spielanleitung lesen möchtet, könnt ihr gerne das Video anhalten. Das mache ich jetzt nicht. Ich werde aber andere Dokumente vorlesen, weil ich die selber auch nicht mehr so gut kenne. Und haben wir jetzt das Kraut als Waffe ausgerüstet? Okay. Können wir jetzt Heilkräuter werfen oder verschießen? Oder habe ich jetzt irgendwie Scheiße gebaut? Nee, wir verschießen definitiv keine Heilkräuter. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier vorgeht. Ich rüste einfach mal wieder meine Knarre aus. Und... okay, scheint alles beim Alten zu sein. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht habe ich irgendeinen Shit gebaut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich lege die Knarre weg. Das Kraut können wir behalten. Das besteht nicht aus Metall. Und dann können wir hier durchgehen. Ansonsten wird nämlich hier ein Alarm angehen und diesen Bereich abriegeln und wir können hier nicht weiter. So, dann sehen wir uns doch hier mal um. Das sieht aus wie ein First Aid Spray. Wie es auch immer schön genannt wird. Und was ist das? Eine Kontrolltafel für den 3D-Scanner. Ah ja. Hier ist ein Schalter zum Hochfahren. Den Schalter betätigen, ja. Aktiviere den 3D-Scanner. Zu scannen das Objekt in das Ablesegerät hineinlegen. Ja, nur dieses Objekt haben wir noch nicht. Also können wir hier auch nichts machen. Schafft jetzt 3D-Scanner, ist geöffnet, legen Sie ein Objekt zum Scannen ab. Was ist das hier? Ein Duplikator. Damit könnte ich etwas kopieren, wenn ich die nötigen Gegenstände hätte. Ja, sollten wir uns merken. Könnte wichtig sein. Und ein Handbuch. Ah ja. 3D-Duplikator Benutzerhandbuch. Unser neuestes Produkt, der 3D-Duplikator, besteht aus zwei Teilen. Ja, bin ich gespannt. Der 3D-Scanner. Dieses Teil tastet ein dreidimensionales Objekt ab. Aha.
Legen Sie einfach das abzutastende Objekt auf die Scannerschale. Es wird dann in 3D-Daten erfasst und die wiederum an den Duplikator weitergeleitet werden. Ah ja, so langsam verstehe ich das. Der Duplikator. Wenn Sie das umzuwandelnde Material auf die Maschine können Sie mit der Umwandlung aufgrund der vom Scanner aufbereiteten 3D-Daten beginnen. Ey, meine Fresse. Hightech. Im Jahr 2000. Die Umwandlung wird mit hundertprozentiger Datengenauigkeit vorgenommen. Das Ergebnis ist ein perfektes Duplikat des Originals. Ja, müssen wir uns jeden Fall mal vormerken, das klingt wichtig. So, und das hier ist auch wichtig. Da finden wir nämlich Napalmgranaten. Ja, die möchte ich doch gerne haben. Da liegt noch was. BOW-Gasgranaten. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, und dann gehen wir mal hier weiter. Wir haben keine Waffen im Moment. Wir können die Granaten nicht aus diesem Ding rausnehmen und so werfen. Leider Gottes. Und da ist irgendjemand an einem Computer. Hier liegen viele Managementunterlagen. Ach, Steve. Chris Redfield. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks. I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Oh, doch. Yes, he can. I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Was war das denn jetzt? What was that all about? Genau. So ein kleiner Hosenscheißer, der wahrscheinlich Probleme hatte mit anderen Leuten. Aber egal. Adler-Emblem, das sieht gut aus. Das brauchen wir. So, und da liegt, glaube ich, noch ein Dokument. Adler-Emblem. Ein Emblem mit einem Adlersymbol. Es scheint aus reinem Gold zu sein. Das heißt, wir können es nicht durch den Metalldetektor mitnehmen. Aber wir haben ja diesen Duplikator dort. Da können wir mit Sicherheit irgendwas anfangen. Und das scheint doch kein Dokument zu sein. Aber da liegen doch Farbbänder vor der Schreibmaschine. Genau. Die nehmen wir mit. So. Was ist das für ein Knopf? Kontrollgerät für den Rollladen. Den Hebel hochziehen. Ja. Sie wird von der anderen Seite blockiert. Von hier aus kann sie nicht geöffnet werden. Also eine Scheiße. Da müssen wir aber wieder zurück. So. Dann gehen wir mal hier wieder weg. In den vorherigen Raum zurück. Ah, Moment. Ich habe da, glaube ich, noch ein Dokument liegen lassen, oder? Da hat das... Ja, doch. Das ist da eins. Gefaxter Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zu unserer Einrichtung sorgfältig durch und fügen Sie den Namen des Antragstellers der Liste der erwarteten Besucher zu. Paul Steiner, Leiter Gefängniswachraum. Hallo, if you hear me. Ne, Paul? Hiermit beantrage ich Zugang zum Haftbereich D. Persönliche Daten, Name des Besuchers Carl Grisham. Zweck des Besuches, Anlieferung folgender Gegenstände. Erstens neue Probe des Produktes TG01 von Metal Industries. Zweitens diverse Verbrauchsgüter, die das Personal der Haftanstalt bestellt hat. Na gut. Anmerkung. Erstens benutzt Lieferfahrzeug. Zweitens TG01-Muster wird im gekennzeichneten Aktenkoffer transportiert. Okay, das scheint wohl da von diesem LKW zu sein, der da gecrashed ist.
und da explodiert ist und wo wir diesen Aktenkoffer gesehen zu haben, der allerdings von Feuer umringt ist, was wir löschen müssen. Aber wir haben ja jetzt dank dieses Schalters die... Ja, ja, bla bla bla, halt die Fresse, ich lege meinen Scheiß hier schon ab. Ja, wir haben mit diesem Schalter vorhin so einen Rollladen betätigt und das war der für draußen, wenn wir jetzt gleich aus dem Gebäude wieder rausgehen. So, packen wir alles weg und hauen dann hier ab. So, aber wir können jetzt natürlich hier erstmal auf dieser Seite das Zeugs wieder mitnehmen, wo unsere Waffen auch drin sind. Pistole, Munition, Feuerzeug und ja, die nehmen wir auch mit, Messer und Farbbänder lasse ich erstmal hier liegen. Übrigens, diese Boxen hier sind nicht mit unseren Itemtrogen verbunden, das sei noch dabei gesagt. Also später im Verlauf des Spiels müssen wir dieses ganze Zeug irgendwie in unsere Itembox wieder zurückschleppen. So, und da hämmern schon wieder irgendwelche Zombies gegen ein Gitter. So, jetzt können wir hier diesen Schalter aktivieren. Was zur Folge hat, dass noch mehr Zombies da sind und dass die uns von hinten ärgern wollen. Aber wir haben hier so ein schönes Fass, damit können wir ein paar von denen mal ordentlich Schaden zufügen. Jetzt müssen wir so erledigen. Oh Gott. Ja, Munition wird langsam knapp. Aber wir haben ja noch unsere schönen Pistolen hier. Und da finden wir doch einen schönen Feuerlöscher. Ja, nice. Da weiß ich auch schon, wo wir damit hingehen können. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Ach, und das ist diese Guillotine. Irgendwas wurde hier festgebunden. Frisches Blut klebt noch an der Wand. Oh Gott. Und da liegt ein Vorhängeschlüssel. Ja, der ist, glaube ich, für das Vorhängeschloss, was wir vorhin da auf der anderen Seite der Tür hatten. Eine indigo-blaue Platte mit einer Höhlung. Naja, da können wir noch nichts machen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Wir müssen uns nämlich nun diesen Aktenkoffer holen. Denn da liegt was Wichtiges drin, was wir brauchen, um weiterzukommen. Wer hätte das gedacht? So, also erstmal wieder schön um dieses Gebäude hier rum. Ach du Scheiße. Hilfe, wir werden verfolgt von Hunden. Und ich laufe mal einfach weg. Bisschen so zickzack, damit die uns nicht erwischen. Dann hier, ach Scheiße. So, folgendes Schloss, das können wir nämlich öffnen. Da haben wir hier eine kleine Abkürzung und sind auch diesen Schlüssel hier los. Und dann sehen wir mal schnell zu, dass wir von hier wegkommen. So. Dummerweise, ja, sind jetzt unter anderem hier Zombies. Oh Gott, Scheiße. Genau reingelaufen. Und hier auf dem Friedhof sind auch noch welche. Die will ich eigentlich nicht alle abknallen. Mal schauen, ob wir irgendwie es schaffen, an denen vorbeizukommen. So zum Beispiel. So. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach. Ja gut, zumindest haben wir den auch noch umgehauen, aber wir sind schon auf Caution. So, auch mal die Scheiße schnell hier löschen. Denn ich brauche diesen Aktenkoffer. Vielen Dank. Nehmen wir mit. Ich glaube, jetzt sollten wir hier mal nicht zu viel auf unsere Gesundheit scheißen. Oh Gott, ich sehe echt nur schwer was, aber das hat geklappt. Der steht da auch gut an der Seite. So, noch an ihn hier vorbei. Jawohl, das lief doch super. Ja, und das bei der Dunkelheit, ne? Aber ich muss euch dazu sagen, dadurch, dass das so dunkel ist, bringt das ein Feature hervor, was bei diesem Spiel ohnehin schon beeindruckend war. Nämlich die Lichteffekte. Aber wir werden jetzt mal den Koffer hier öffnen. Dort befindet sich ein Schalter, betätigen. So, und da haben wir doch was Feines. TG01 war in dem Stahlkoffer. Hier ist auch eine Beschreibung der Legierung. Okay. TG01 Produktbeschreibung. Dann lass mal hören.
Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Dieses Mal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet, um eine einmalige Anti-Metall-Detektor-Legierung namens TG01 erfunden. Und eine erfunden, nicht um. Eigenschaften von TG01. Erstens, wird von keinem Metalldetektor erfasst. Zweitens, erzeugt kein Bild bei der Röntgendurchleuchtung bei der Einreise. Drittens, leicht aber widerstandsfähig. Klingt wie Musik in meinen Ohren. Metalldetektor. Da wisst ihr ja sicherlich schon. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedenster Waffen mit dieser neuartigen Legierung an bei einer Probe für Sie. Wir erwarten Ihren Rückruf betreffend möglicher zukünftiger Geschäftsideen. Ja, mach doch mal ein Auto daraus aus dieser Legierung. Oder ein Flugzeug. Metal Industries Co. Karl Redhill, Leiter Forschungsplanung. Ja, da könnt ihr euch schon sicherlich denken, mit dieser Legierung müssen wir gleich mit diesem 3D-Scanner ein Duplikat von dieser Adlermedaille anfertigen, damit wir aus dem Gefängnis raus können. Klingt alles ziemlich sinnig, oder? So, können wir jetzt hier die Abkürzung nehmen. Um die Hunde, da kümmere ich mich jetzt mal nicht. So, dann können wir hier wieder schön vorbei. Und dann in dieses Gebäude mit diesem bekackten Metalldetektor und der bekackten Sicherheitsbox, wo wir wieder unsere bekackte Scheiße einlegen müssen und draußen kloppen die schon dagegen. So, Feuerlöscher weg, Patronen weg, Knarre weg, die Knarren weg, aber diese Legierung können wir behalten. Ah, scheiße, ich habe das Feuerzeug vergessen. Naja, sehen wir halt auch mal, wie es aussieht, wenn man hier Alarm auslöst. So, die Sicherheitssperre wieder öffnen. Und dann müssen wir noch das Feuerzeug ablegen. Ja! Halt doch dein Maul, du dummes Ding. Ich hab's doch verstanden. So. Und dann gehen wir hier durch. So, und dann hier zu unserem Freund den Scanner. Aber wir müssen erst hier noch das, die Adlermedaille hier rausholen. Oder das Adleremblem. So. Dann können wir jetzt hier zu Werke gehen mit diesem Gerät hier. Wir legen einmal in den Schacht. Ja, legen wir das Objekt rein, was gescannt werden soll. Das ist die Medaille. So, dann scannen das Ding mal schön ein. Mit einem ohrenbetäubenden Lärm. So. Und dann brauchen wir jetzt... Ja, Übertragung der 3D-Daten beendet. Dann brauchen wir jetzt dieses Gerät hier. Dort legen wir diese Legierung drauf. Und dann... wird jetzt dieses Gerät hier da eine exakte Kopie in diese Legierung einstanzen, die wir dann durch den Metalldetektor mitnehmen können, um dann aus dem Gefängnis zu entkommen. Das ist doch was. Duplikation beendet. So. Das nehmen wir dann mit. Legierungsemblem. So. Oh Gott. Und da sind ein paar Zombies durch das Dings durchgekommen und wir haben natürlich keine Waffen, das ist extrem uncool. Oh Gott, ja, da kommen wir vorbei. An denen doch auch, oder? Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh shit. Nicht gegen die Wand laufen, gib mir meine Items, Feuerzeug. Handfeuerwaffe, Munition und die Pistolen nehmen wir mit. Den Rest lasse ich erstmal hier. Das müssen wir irgendwann später alles abholen. So. Und dann können wir hier raus. Und dann heißt es jetzt wieder zum Eingangstor des Gefängnisses zurück. Damit wir endlich hier rauskommen aus diesem Saftladen. Ja, angenehm ist echt anders. Ja, was ich vorhin, hatte ich vorhin noch gesagt, ja, also... dadurch, dass es ein bisschen dunkler ist, bringt es die wirklich grandiosen Lichteffekte noch mehr zum Vorschein. Das war auch schon damals 2000, als es für den Dreamcast rauskam. Also würde ich mal locker sagen, ist... also ich habe längst nicht alle Dreamcast-Spiele gespielt, obwohl ich die Konsole habe. War das, würde ich sagen, also ist definitiv eins der grafisch stärksten Titel auf dem Dreamcast. Vor allen Dingen dank dieser wirklich coolen Lichteffekte. Also das hat
Das hat schon wirklich was zur Atmosphäre beigetragen, keine Frage. Auch wenn ich dazu im Gegensatz gesagt habe, dass... okay, kommen wir nicht weiter. Ja, dass ich eingangs gesagt habe, dass so von der Atmosphäre her dieses Spiel hier, ja, mir Resident Evil so ein klein wenig kaputt gemacht hat, sage ich mal. Da kommen wir später auch noch mehr zu, wenn wir einige von den anderen Charakteren noch treffen. Erstmal nehmen wir hier ein bisschen Munition mit, das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, hier brauchen wir keinen Feuerlöscher. Wenn ich mich noch recht entsinne, können wir einfach diese Kiste über dieses Feuer da drüber schieben.